Moin moin Leute, hier ist Janis hier und willkommen zu einem neuen Evolutionsvideo. Und zwar geht's jetzt um die Evolution von Kid, meiner Meinung nach dem besten Striker-Captain in dem Game. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt jetzt auf Global. Also, ja, relativ einfacher Effekt. Wir werden den erstmal vorher und nachher vergleichen. Captain Ability jetzt ist Double Strikers Striker Characters ATK. Das wird sich gleich mit der Entwicklung ändern. Das werden wir aber auch gleich sehen. Und ja, das Special ist einfach nur changed seinen eigenen Slot in Stärke und macht 7-mal seine ATK in Stärke Schaden zu allen Gegnern. Sorry. Und ja, wir werden ihn jetzt mal entwickeln. Wie gesagt, wie immer, das wird ein feines Ding. So, wir brauchen einmal ein Elder Seahorse, dann einen roten kleinen Pinguin, nenne ich das jetzt einfach mal, also einen roten normalen Pinguin, einen Regenbogen-Pinguin, einmal einen roten Lobster und einmal einen roten Drachen. Das alles brauchen wir zur Entwicklung. Das habe ich alles da und ich denke mal, jetzt ist es Zeit zum Evolven. Let's evolve. So. Die Yu-Gi-Oh!-Anspielung dachte ich, kommt besser an, aber okay. Da ist er entwickelt, der Kid. Und sieht erstmal nice aus, ne? Warum auch nicht? Ist auch immer einer der coolen Charaktere gewesen für mich, ja. So, und jetzt gucken wir mal eben seine Stats an. Wo bist du denn? Da bist du. Captain Kid, wie gesagt, die Captain Ability hat sich geändert zu Boost Striker Characters ATK bei 2,5, also ist jetzt auf 2,5. Müsst ihr euch jetzt so vorstellen wie ein Mihawk für Striker, bloß mit einem etwas schlechteren Special. Ne, aber vom Effekt her ist es halt dasselbe. Wie gesagt, auch deshalb sehr, sehr gut für Striker-Teams. Mal gucken, wie ich das denn in Zukunft aufbauen werde, ob ich vielleicht auch mal ein paar Striker-Videos machen werde und sowas. Also, da kann man nämlich gut rumexperimentieren. Und ja, allgemein auch keine schlechten Stats. Wie gesagt, auf Level 1 jetzt sogar 1138 HP und 651 ATK. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Da kann man nicht gegen meckern, würde ich sagen. Mal gucken, ich guck mal eben, ob ich noch irgendwas auf Lager hier habe. Ich habe nämlich die gelbe Turtle Time gemacht, aber ich glaube, da habe ich schon alle verballert. Also alle schon irgendwo reingesteckt. Wir haben zwei Kimono Nami Bücher, die können da ruhig rein. Ja, und einmal eine Turtle, warum auch nicht, ne? So erstmal für die kleinen ersten Level, ne? Die gehen ja auch relativ schnell. So, erstmal auf Level 13 gemacht und jetzt hat er schon 730 ATK. Also es geht immer weiter und das Artwork ist einfach auch echt Hammer. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Und wie gesagt, das ist einfach perfekt für den Charakter, ne? Das Artwork, logisch, weil es der Charakter ist. Auf jeden Fall, ich denke, das war's für diese Entwicklung. Wie gesagt, die sind eigentlich nur da, um euch auch über die Evolutionsmaterialien, die man braucht, ein bisschen aufzuklären und dann natürlich auch eine kleine Overview zu geben, wofür man die braucht und warum die denn so gut sind. Ja, ich empfehle euch jetzt nochmal eben so nebenbei, nicht die Absalom-Insel zu farmen, sondern die Kimono, denn ich finde, die Absalom-Insel ist eigentlich Trash, wenn man zum Beispiel keinen Killer hat, denn selbst wenn man die Sanji-Bücher farmen will, lohnt sich das da nicht wirklich. Also ich wäre immer noch für Kimono, da bekommt ihr auch noch ein paar Charaktere und ja, Nami, ne? Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute, bis denn und ciao!